Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Gibt der dick fett Money, was ist los? Was hatten wir letzte Part gemacht? Wir haben. Wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich jetzt mal gerade hier auf Escape drücke. Oder? Doch, bringt tatsächlich was, nice. Wir haben im letzten Part. Beziehungsweise im vorletzten Part haben wir den Ofen hergestellt. Waren ein bisschen in der Mine kämpfen. Haben nach Erzen gesucht und alles. Im letzten Part hatten wir nach Informationen gesucht. Spezifisch für die nette Dame namens Abigail. Das Problem ist, wir wissen natürlich nicht, was wir ihr kaufen können, was wir ihr schenken können. Die Haley, oh gut, hat schon ein Herzchen von uns, für uns. Läuft schon richtig rund. Nein, Spaß. Also, wir werden in diesem Part entweder mal gucken, dass wir weiter nach Erzen suchen, um unser Equipment mal ein bisschen zu pushen, weil wir doch ein bisschen was. Ich kann mir das abwerten. Nice. Weil wir doch hier ein bisschen Stuff haben, was wir weg abholzen wollen. Das würde ich tatsächlich dann. Komm schon. Soll mal die Kartoschkas rein. Was wir natürlich abholzen müssen. Samen. Ich brauche die Gießkanne. Ich muss aber tatsächlich jetzt wieder erstmal in die Steuerung reinkommen. Weil, ja. Ich habe jetzt erstmal länger als kein Stardew Valley gespielt. Ich muss auch heute, genau heute, wo es rauskommt, habe ich es auch erst aufgenommen. Normalerweise hätte ich es am Sonntag aufgenommen. Aber ich hatte auch Sonntag echt keinen Bock da drauf, vor allem weil ich Samstag spät abends noch arbeiten war und hab Sonntag überwiegend mich dann ausgeruht. Aber gut. Ich würde sagen, wir gucken uns mal um, ob wir dann wieder in die. Wir hatten noch ein paar Missionen, die wir machen könnten. Rattenproblem. Irgendwas merkwürdig geht in der Gemeinschaftszentrum vor. Untersuche das Gemeinschaftszentrum. Das können wir natürlich machen. Aufnahme, wenn du 10 Schleim erledigt hast, kannst du dir. Ach ja. Wir werden jetzt erstmal in die Höhle gehen, werden dann unter diesen ganzen Aufgaben, die wir jetzt haben, jetzt die Aufgabe der Gilde machen. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal wieder schön in die Höhle reingehen, 10 Schleime killen, oben dran noch ein paar Schleime einkassieren, so wie Erz mitnehmen. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann erfolgreich der Gilde beitreten können. Ich weiß nicht, welche Vorteile es mit sich bringt, das kann ich leider nicht sagen. Aber das werden wir herausfinden. So. Ah, hallo. Hey. Oh, Hallöchen, Puppe. Hast du meine Mutter getroffen? Sie ist die Schreinerin im Ort. Nein, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Macht Spaß, ich kenne sie schon. Go Speedy. Go Speedy. Go, go, go Speedy. Und da wären wir. Jetzt wollte ich nochmal ein Stück Schwert. Machen wir erstmal die 5 Etagen runter. Schleime. Huhu. Wir kämpfen. Das war eine linke Nummer. Das war eine linke Nummer, hier, Kleiner. Das war eine linke Nummer. Eine richtig linke Nummer. So. Was haben wir denn hier Schönes? Danke, ein paar Steine einkassieren. Why not? Und Kohle habe ich glaube ich einkassiert, oder? Weil, wie wir ja schon wissen, brauchen wir auch verdammt viel Kohle, um. Um einiges an Erz herstellen zu können. Hier haben wir glaube ich Kohle. Nee. Also nur Steine. Okay. Na gut. Ich will, der hat schon. Kohle. So, Ladies and Gentlemen. Oh, das geht tatsächlich. Zehn Steine, really? Das ist ja wie Happy Hour. Das ist ja eine richtige Happy Hour hier. Was ist denn los? Noch mehr Kohle. Yay! So, und weiter geht's.
Ich denke mal, es spricht auch nichts dagegen, wenn wir auch ein paar Etagen tiefer gehen. Ich meine, die dann wahrscheinlich Quest gesehen, wahrscheinlich sowieso später mehr runtergehen müssen. Aber mal gucken. Wir werden es mal sehen. Was? Oh, ein schönes Ambiente. Muss man sagen. Richtig schöne Map. Nimm dies, Schleim. Nimm das. Und die. Oh, du Scheiße, die Fische gibt's auch hier. Really? Stirb, 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 Kartoffel, stirb. Würdest du jetzt mal. Ah, der Herr der Schöpfung ist gestorben. Oh. Jo, gut. Hat's keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Was haben wir denn da Schönes? Hallo, was haben wir denn da? Okay, das kann ich nicht aufnehmen, wegen dem Erdkristall. Okay. Das hatte ich aber schon mal, glaube ich, gehabt. Aber gut. Wieso ist hier Sand? Kann ich die schaufeln? Sprach er und hat keine Schaufel dabei. Wop, wop, wop. Könnten Sie mich bitte. Danke, 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 danke. Voll gelohnt. Gut, wie viel haben wir davon? 4 Stück. 6 fehlen noch. Man sollte mitzählen. Aber gut, ich werde jetzt nur noch das Hacken auf das Geringste beschränken, weil unsere Energie wieder sehr berauschend ist. Ich sollte mir angewöhnen, ein bisschen was zu essen mitzunehmen. Aber deswegen muss ich erstmal mehr pflanzen. Und ein bisschen mehr Geld kriegen, damit ich auch mehr Samen kaufen kann. Wie ich jetzt zum Beispiel mit 821 Gold, wie auch immer ich die gerade bekommen habe. Aber gut, das, ja. Oh, ich hab voll krass korrekt den Verkäufer gestochen. Boom, war da. Hallo. Ich suche einen Schleim. Kann mir da jemand aushelfen? Hallo. Mitnehmen? Really? Oh, ja. Keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Ich glaube, ich muss mal von oben nach unten laufen. Gut, dann laufen wir eben nochmal von oben nach unten. Schleim, 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 Schleim. Da ich mal versuchen, noch Schleim sein würde. Dass ich mal auf Schleimsuche bin, ist auch mal ein bisschen strange. Linke Nummer. Denk doch fest, was für ein Lutscher. Boom. Ah, das ist jetzt Kacke. Hallo, das ist Kacke. Ich habe auch keinen Plan, wo das Ding jetzt steckt. Ah, gut. Dass man aber auch nichts sehen kann, wo das dann ungefähr sein könnte. Boom, weggemetzelt. So, wir dürften jetzt 6 Stück haben. 4 fehlen noch. Wow, wow. Ah, was ich nehme einfach mal Kupfer mit. Aber Kupfer können wir immer gebrauchen. Ja, damit. Die Firma dankt. Noch ein bisschen mehr. Quarz. Quarzedenzen. Oh, jetzt was ich auch tue. Das finde ich aber uncool. Hallo. Mach das Licht an.
Wer hat das nicht ausgemacht? So. Mehr kann ich nicht machen. Wer hat das Licht ausgemacht? So, zum Geier sind jetzt hier die ganzen Viecher. Wahrscheinlich gibt es hier keine. Wow. Kacke. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Aber mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Ja. Dann müssen die anderen schönen Schleime erstmal, oder warte mal, kann man wieder runter. Hehe, Trick 17. Autsch. Ja, ist mein Inventar voll, ist das, weiß ich auch. Frisst dies, frisst das, frisst jenes. So, ja, noch zwei Schleime. Aber wie kommt gleich am besten hin? Los. Nee. Schleimi, komm her. Soll ein bisschen feuchtiger sein. Schleim. Das ist schleimig. So, nochmal zu 0 hoch und noch 5 runter. Wieder da oder nicht? Yes. Und die falschen Monster kann das sein. Oh, ja gut. Damit hätte ich jetzt mal den Weg zurück nach unten gefunden. Und nicht schlecht. Ah, die Map bleibt immer gleich. Interessant. Okay, gehen wir in den Etage tiefer. Was soll ich bringen? Ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich gemobbt. Oh, ein Schleim fehlt noch, dann haben wir es. Schleim. Ja, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Hier ist kein Schleim. Okay, nochmal raus mit rein. Ich fahre erstmal. Oh, wir haben schon 20 Uhr. Krass. Egal, das schaffen wir. Stirb. Hier muss irgendwo jetzt noch ein Schleim rumdackeln, also doch. Buff aktualisiert. Okay. Ja gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Hause. Gucken mal, ob wir vielleicht eventuell nochmal in die Kneipe reingehen können. Aber die hat glaube ich schon bis 22 auf. Und wird ein bisschen kritisch um die Uhrzeit. Na mal gucken, wir sehen es ja jetzt. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen mehr mit den Leuten quatschen, weil dadurch kriegen wir mehr zur Verfügung. Was macht der jetzt? Die Waschbären sind wohl wieder unterwegs. Diese Strolche. Der George. Ah, du kommst gerade rechtzeitig, Junge. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diese Waschbären für mich verjagen? Sie haben ein ganz schönes Durcheinander verursacht. Danke und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie mehr zurückkommen. Was für ein Waschbär. Ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet wären, wenn ich sie nicht nehme. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Ja, es ist ekelhaft. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal. Das hier ist Jaws privates Eigentum. Nein, aber du sollst dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen. Das Problem ist, ich bin natürlich der Meinung, dass... Auch wenn es Eigentum ist, es ist eine Schande, das Essen zu verschwenden. Deswegen nehmen wir das auch. Ich meine, es gibt Länder, ich weiß, das hört man oft, die nichts zu essen haben. Aber
das Essen, was wir wirklich wegspeisen. Jetzt, wow. Danke. Ich wusste, dass du Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut bei dem, was ich mache. Ich verletze niemanden. Nö, das tust du eigentlich auch gar nicht. Das ist richtig. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht mehr in Johnstown rumwühlen. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären ein für alle Mal verscheucht hast. Dann gehen wir weiter zur nächsten Mülltonne. Halt! Stopp! Stopp! Ich muss dahin. Warte! Wait for me! Ich weiß, was du getan hast, Linus. Wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in Pelikan hungern muss. Hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich, aber tunke sie auf jeden Fall in meine würzige Marinasoße. Marinadensoße? Hm. Komm schon, nimm ihn. Dim, dim, dim. So, jetzt, wo bin ich jetzt eigentlich? Ach so, im. Gut. Vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Ich glaube, weil ehrlich gesagt, wenn du bis 22 Uhr aufhörst, dann, nein, schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist korrekt uncool. Oh doch, hat noch auf. Das ist super. Ich brauche etwas Aufwärmung, bevor ich für eine weitere kalte Nacht auf den Ozean bereit bin. Der Willi. Wenn du willst, dass ich deine Werkzeuge verbessere, musst du mir schon das richtige Erz bringen. Ja. Was? Was willst du? Geh bitte. Naja, chill mal. Deine Base, Alter. Was ist los? Ich bin in Arcade Games, hat man wen? Was ist denn das? Schmarotzerladen hier. Echt schlimm sowas. Oh yeah. Aha. Auf jeden Fall. So, was kaufen wir denn schönes? Omelette. Ach, warte mal. Ich musste, glaube ich, irgendwas. Ich musste doch irgendwas machen. Lass mich in Karotten kochen. Jemand Freunde gewinnt. Nein. Nee, war es ein anderes Spiel. Okay. Ich habe nie schönes. Hey Gast, noch eine Runde bitte. Ach, die Pam. Die Emily. Ich helfe in Gast Kneipe aus. So kann ich zumindest meine Rechnung bezahlen. Ja, dann solltest du weniger in der Kneipe rumhängen und ein bisschen was arbeiten gehen. Soll helfen, habe ich gehört. Okay, ist nix. Ist wahrscheinlich auch nix. Ja, ich bin nicht gut genug mit Gast befreundet. Bla 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 bla. Na 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 na. So, was hat sich jetzt mal auf meiner Farm geändert? Hm. Ja, ich gehe ja schon. Mein Gott, chill doch mal deine Base, Junge. Was da los? Nee, warte. Erstmal will ich was hier reinschmeißen. Gut. Freilich doch. Hofarbeit Stufe 1. Nice. Gießkanneneffektivität plus 1. Hackeneffektivität plus 1. Ein neues Herstellungsrezept erhalten. Die Vogelscheuche. Sowie das Standarddünger. Das finde ich sehr gut. So. Und passend zu diesem Ende würde ich sagen. Ja. Zu diesem Ende würde ich sagen. Ne? Korrekt. Ja. Ich beende den Part jetzt auch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Auch wenn wir in dem Punkt jetzt eigentlich nur Schleime gekillt haben und ein bisschen Informationen gesammelt haben, so wie eine kleine Zwischensequenz mit dem guten Linus gehabt haben. Hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Ciao.